Soziale Medien können extrem stressen. Das kommt immer wieder in Studien raus. Einer der Hauptgründe ist das Vergleichen. Die schöne bunte Welt bei Instagram und Facebook lässt unser eigenes Leben ganz klein und grau wirken. In einer Studie der Universitäten Bamberg, Erlangen, Nürnberg und Lancaster kam heraus, dass die Nutzer das Gefühl hatten, dass die sozialen Medien in ihr Leben eindringen, für eine Informationsflut sorgen und sie übermäßigen sozialen Erwartungen aussetzen. Das Klicken und Scrollen führt also zu Stress. Wir alle wissen ja, dass die Fotos bei Instagram so cool aussehen, weil da ein Filter verwendet wurde. Und wir wissen auch, dass die Dinge, die wir da sehen, immer nur einen Ausschnitt vom Leben darstellen. Allerdings scheinen wir das immer wieder zu vergessen. Die Forscher stellten bei den Nutzern zwei verschiedene Reaktionen fest, wie diese mit dem Stress durch Social Media umgehen. Und die Forscher waren verblüfft. Eine Strategie war nämlich, nach Entspannung zu suchen, indem man noch mehr Zeit in Social Media verbringt und einfach andere Funktionen nutzt. Statt sich Bilder anzugucken, lädt man jetzt vielleicht selbst Bilder hoch oder man kommentiert Bilder oder man wechselt den Kanal. Von Instagram geht es zu Facebook oder zu Twitter. Diese Strategie funktioniert allerdings nicht, weil wir uns mehr von dem holen, was uns sowieso schon gestresst hat. Die Forscher bezeichnen das als Technologiesucht, die uns bei negativen Gefühlen immer tiefer reinzieht. Die bessere Strategie bei Stress war einfach, offline zu gehen und sich mit Freunden oder Bekannten auszutauschen. Das echte Leben ist vielleicht nur halb so bunt wie das Online-Leben, aber doch mindestens doppelt so schön. Es geht auch gar nicht darum, Social Media zu verteufeln. Es geht eher darum zu verstehen, was es mit uns macht. Wir brauchen kein perfektes Insta-Leben. Erkennst du dich in einer der beiden Strategien wieder? Wie tief lässt du dich denn von Social-Media-Plattformen reinziehen und runterziehen? Achte doch mal darauf, dass du nur begrenzt online bist und Fotos teilst. Und teile ansonsten deine Zeit mit echten Menschen. Hashtag echtes Leben. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.